In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valisthea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Bewegung, Wyvern!
los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verdammt. Bewegung! Zu den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug! Havel, der König ist unser Gast! Und sein Entscheid ist final. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Mm-hmm.
Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf.